Ja, jetzt ist Erntezeit hier. Foxglove. Und nochmal. Ja! Bindweed. Cool. Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der C64 Spielzeit mit Andira, das bin ich. Und heute zeige ich euch das Spiel Feud aus dem Jahr 1987. Das kam nämlich genau im Februar 1987 auf den Markt. Das ist jetzt über 37 Jahre her. Und Publisher ist Bullfrog Software. Das ist ein Label von Mastertronic. Und die haben es dann später, ein Jahr später, um genau zu sein, selbst released und das dann weltweit. Programmiert hat das Ganze John Flynn für Binary Design. Die haben auch die Grafik gemacht. Und David Whittaker, der sollte, glaube ich, allen ein Begriff sein, hat die Musik komponiert. Die Grafik hat, ja, neben Binary Design auch, das gucken wir uns dann gleich genauer an, das Titelbild nämlich, der Bruder des Erfinders dieses Spiels gemacht, nämlich Stephen Pickford. Es handelt sich um ein Arcade, ein Actionspiel, genau genommen ein Action-Adventure und das in 2D. Joystick-Import 2, Einspielerspiel und wie so häufig in englischer Sprache. Das Spiel, das hat John Pickford entworfen, der zusammen mit seinem Bruder, gerade schon erwähnt, Steven, einige Spiele designt, wollte in diesem Fall das Spiel aber nicht selber programmieren und daher wurde das dann von Binary Design gemacht, für die die beiden selbst auch arbeiteten. John Flynn, der Programmierer dieses Games, der hat unter anderem auch Top of the Copper entwickelt. Das habe ich euch hier auch schon mal auf dem Kanal gezeigt. Ich verlinke euch das mal unten in der Videobeschreibung, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Genauso wie Spiele von David Whittaker, also Spiele, die David Whittaker vertont hat. Der hat ja unzählige Musiken gemacht. Ich brauche da, glaube ich, nicht viel zu sagen. Einer der bekannteren Composer auf dem Commodore 64, Solomon's Key, fallen mir da sofort ein. Oder auch Lazy Jones, ein Klassiker auf diesem Rechner. Und wie schon gesagt, unten in der Videobeschreibung, schaut mal vorbei, wenn ihr die noch nicht gesehen habt. Feud, oder wie wir immer gesagt haben, Feud. Denn so steht es ja auch auf dem Tape drauf, heißt so viel wie, auf Englisch natürlich, Fehde, Kleinkrieg, Blutfehde oder auch Familienfehde oder ganz einfach Streit. Also da streiten sich Leute um irgendetwas, das wollen wir hier jetzt gleich mal ganz genau beleuchten. Und meine Beziehung zum Spiel, ja, wir haben das damals gehabt. Wann genau, das weiß ich jetzt gar nicht, da müsste ich mal in meine Disketten- oder Spiele-Datei reinschauen, die ich damals selber in BASIC programmiert habe, die ich auch heute immer noch nutze, um zu gucken. Da ist alles ganz genau archiviert, aber wir wussten nie genau, was wir da machen sollten und deshalb landete das dann schnell in irgendeiner Ecke im Schrank. Ja, genauso ging es dem guten Fulgor, einem der Macher des Forum 64. Grüße gehen raus an dich, mein Freund, wenn du das hier siehst. Der hat mir nämlich das Original-Tape geschenkt. Und als Dankeschön zeige ich ihm jetzt, wie es geht und natürlich euch auch. Jedenfalls versuche ich das. Also Zeit, sich jetzt mal ganz ausführlich mit diesem Spiel zu beschäftigen. Und zwar jetzt. Und dafür habe ich euch auch wieder ein Cover mitgebracht. Ich gucke schon die ganze Zeit dahin. Und zwar das Cover der Tape-Version, so wie es auch in Großbritannien verkauft wurde. Das ist die Originalversion von Bullfrog. Ich blende euch das hier auch mal ein. Das Bild von Mastertronic, was später auf den Mastertronic Releases drauf war, das war natürlich genau das gleiche. Wurde dann später nochmal neu aufgelegt und das gleich ein paar Mal. Schaut mal in eurem Schrank, was ihr für ein Cover drauf habt. Hat er später auch verschiedenere Cover, vor allen Dingen als es dann als Budget-Release auf dem Wühltisch landete. Aber schauen wir uns das Cover mal ganz genau an. Da oben steht's Feud. Ja, so steht's da. Aber es ist Englisch, heißt Feud, hatte ich jetzt schon gesagt. Für den Commodore 64 und 128. Da die links oben die rote Banderole zeigt's an. Ganz witziges Cover.
Sieht aber auch nach Action an, also nach einer richtigen Fehde oder einem richtigen Streit. Denn da sind mehrere Leute, die prügeln sich, da liegt schon einer auf der Erde und würgt einen anderen. Und die beiden, die haben ja Sterne und Halbmonde, also an ihren Kleidern. Das zeigt schon mal, dass das Zauberer sind. So viel kann ich schon verraten. Und dafür zeugt auch da unten dieser spitze Hut. Simon the Sorcerer lässt grüßen. Der da unten ist dieser Zauberhut, der da liegt. Und auch ein paar Goldmünzen fallen da raus. So eine kleine, ja, das sieht da oben aus, der Typ mit diesem Strohhut links, dem die Augen da fast aus dem Gesicht fallen. Das ist der Gärtner des Spiels, der hat auch da eine Rolle und da scheint schon jemand Zaubersprüche zu machen. Ihr seht, da sind überall von den Händen von unten nach oben Blitze und nach unten und die Leute verwandeln sich zum Beispiel da in diesen Frosch. Also das sieht nach Action aus, nach Zauberei, ja, ein bisschen nach, ich will nicht sagen Gewalt, aber ja, Action halt, Action. Und das ist genau das, was uns damals interessiert hat. Und deshalb haben wir das Spiel auch aus dem Regal gefischt und gekauft im Kaufhaus. Ja, unten dann noch rechts Bullfrog Software, das Cover des, das Logo des Publishers. Ha, richtig schön gemacht. Sieht richtig bunt aus, wie so ein kleines Wimmelbild, aus einem Bilderbuch vielleicht sogar. Das könnte ich mir auch gut, ich sag das ab und zu, immer mal wieder. Aber ja, ich meine das ernst, als Cover auf DIN A0 oder DIN A3, wir wollen nicht ganz übertreiben, hier an meine Wand am Schreibtisch hängen, als Bild. Sieht richtig toll aus, richtig schön gezeichnet. Und das Cover, ihr sagt es immer wieder und fordert es von mir. Ich pack das mal aus. Zeig doch mal. Auch das Innenleben erzählt es nicht immer. So sieht das aus. Das sind drei Seiten hier auf der Vorderseite. Und dann noch drei Seiten auf der Rückseite. Anleitung. Drei Seiten hier in Schwarz-Weiß. Hier eine und da eine. Ja, da haben wir dann keine Grafiken. Wir haben die Story des Spiels, die Ladeanweisung, Tipps und Tricks, also die Spieleanleitung selber, die muss man nämlich haben, sonst versteht man kein Wort, habe ich ja eingangs schon erzählt. Und eine Übersicht der Zaubersprüche und der jeweiligen Zutaten haben wir noch hier hinten tabellarisch in dem Cover, beziehungsweise in dem Klappentext hier. Und das Tape, das habe ich schon eingelegt, aber ich hole das mal wieder raus hier, um euch das zu zeigen. Einseitig bedruckt, hier, da ist es ganz schlicht in Schwarz. Bullfrog Software auf BASF-Tape. Das ist cool, also hochqualitativ. Feud für den Commodore 64 steht hier. Und das lege ich jetzt mal wieder in die Datasette ein, denn es soll gleich losgehen. Zurückgespielt habe ich schon, der Counter ist resettet. Aber erstmal noch, es erschien, beziehungsweise auf der Rückseite, so das wollte ich euch noch erzählen, haben wir dann, wenn wir das Cover hier nehmen, nochmal ein paar Screenshots aus dem Spiel. Und es erschien als Tape, aber auch als Floppy Disk 1987 von Bullfrog Software. Das ist die Version, die ich euch hier zeige. Aber auch ein Jahr später als Re-Release von Mastertronic für schmales Geld. Ihr wisst, die Spiele, die haben dann immer 10 Mark gekostet. Hier im örtlichen Kaufhof oder Quelle bei uns, da haben wir unsere Spiele immer gekauft. Mastertronic brachte das Spiel, aber auch über den großen Teich nach Amerika, veröffentlichte es dort. Und es verkaufte sich laut, das ist eins meiner Bücher, die ich dieses Mal wieder hier mir angeschaut habe, im Mastertronic-Buch, kann ich euch auch zeigen. Ich habe mir ein Lesezeichen reingelegt. Und zwar Doppelseite hier mit dem Mastertronic-Cover. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Und dem Text, es verkaufte sich 4 von 6 Sternen. Und 4 von 6 Sterne laut dem Verkäufer von, oder der Verkaufsabteilung von Mastertronic, die das hier dokumentiert haben für uns, war das Kategorie gut und das bedeutet 35.000 bis 40.000 Kopien, beziehungsweise Exemplaren, muss man eher sagen, des Spiels. Dabei ist natürlich nur das Mastertronic Release gemeint und zwar nicht die anderen Re-Releases oder auch das Original, also die erste Version hier von Bullfrog Software. So, das packe ich mal wieder hier rein und lege das mal zur Seite. Ja, Kosten fürs Tape, habe ich ja eben schon gesagt, 10 D-Mark. Und jetzt würde ich sagen, wir legen los, Load.
Ja, und nach einer Minute 30 kommt auch schon ein Loading Screen. Zwar ohne Musik, aber mit Schnelllader. Ich hoffe, wir haben keine Leute, die dieses Geflimmer hier beeinträchtigt. Dann bitte drückt so lange auf Pause und guckt euch das Bild ganz in Ruhe an. Und dann spult er ein bisschen vor. Ja, da oben rechts haben wir Copyright 87 bei Bullfrog. Gut, Name des Spiels, Feud, beziehungsweise Feud. Und links oben, das ist ein S, ein T und ein E. Das ist das Tag des Zeichners, hatte ich euch ja eingangs schon gesagt. Das ist ein Stee, der Spitzname von Steven Pickford, dem Bruder des Erfinders, der das hier gepixelt hat. Der hat sich da verewigt. Und da haben wir einen wütend dreinschauenden Zauberer nach dem Motto, dich mache ich fertig. So sieht das aus hier. Bisschen, erinnert es mich an Gandalf mit den langen weißen Haaren, zumindest dem Bart, ne? Bunt drumherum, weil er wahrscheinlich, ihr seht es nach den Ecken, läuft das aus, passend zum flimmernden Screen, weil der Zauberer, der spricht wahrscheinlich gerade einen Zauberspruch oder braut einen Zaubertrank. Erinnert mich auch ein bisschen an Miraculix von den Galliern. Habe ich euch übrigens auch schon mal hier gezeigt. Asterix und the Magic Cauldron. Ich verlinke euch da auch das hier unten. Aber zurück, schnell, bevor das Bild gleich weg ist. Er ballt die Fäuste, knirscht mit den Zähnen, hat die Augen so zusammengekniffen. Und hält da noch seinen Zauberstab oder Gehstock in der Hand. Richtig toll gezeichnet, das Bild. Richtig toll. Und ich lehne mich jetzt zurück und schaue mir das noch so ein bisschen an. Feud da oben mit diesem Nebel. Auch sieht so ein bisschen nach Zauber aus oder mystisch sogar. Ansonsten ganz in Schwarz gehalten. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns gleich weiter oder wieder im Spiel. Ja, nach 4 Minuten, ich drücke mal hier auf Stopp, ist das Spiel auch schon in den Speicher unseres Commodore 64 geladen. Da höre ich Musik von, ja, David Whittaker. Und wir haben da den Publisher, die Credits. Feud steht da bei John Flynn, der hat's programmiert. Und da unten läuft in einer Laufschrift schon, laufen Kräuter lang. Oder auch Knochen, wie ich ja gerade sehe. Das sind Sachen, die müssen wir im Spiel einsammeln. Ich sagte ja eingangs, ein Action-Adventure. Das heißt also, man muss, er hat nicht nur Action, sondern man muss auch Sachen suchen und kombinieren. Also, das ist ja das Genre Action-Adventure. Wir schlüpfen, kurz noch zur Story des Spiels, bevor es losgeht, wir schlüpfen in die Rolle des Zauberers Lyric, der in einem Wettstreit mit seinem Bruder Lenoric um die größere magische Macht kämpft, also wer ist der bessere Zauberer. Und auf der Suche nach geheimen Kräutern und brauen wir Zaubertränke am Kessel und setzen diese ein, um Lenoric zu besiegen und als mächtigster Zauber hervorzugehen. Ja, und damit würde ich sagen, nicht lang schnacken, Joystick packen, wir legen los. Feuer! So, wir spielen also den Zauberer hier. Ich kann links, rechts, oben, unten den Lyric und wir müssen unserem Bruder Lyric, den müssen wir ja vernichten. Und vorher, das machen wir mit Hilfe von Zaubersprüchen. Hier bin ich an meiner Hütte. Hier ist mein Zaubertrank bzw. mein Braukessel wie bei Miraculix. Und bevor es jetzt losgeht, ich kann hier die Bildschirme verlassen und hier rumlaufen. Links, rechts, hier oben ist eine Begrenzung. Richtig schön bunt gemacht, gefällt mir. Möchte ich euch aber noch ganz kurz das Inventar vorstellen, beziehungsweise die Statusleiste. Wir haben da unten im unteren Bereich, im unteren Drittel, da die Statusleiste, wenn ich Feuer und nach oben drücke, dann bin ich hier in unserem magischen Sprüchebuch. Und hier steht immer, was wir einsammeln müssen. Hier oben der Name des Spruchs, zum Beispiel der Teleport, also ein Teleportspruch, der uns wieder zurück zu unserem Kessel beamt. Und dafür brauchen wir Dandelion und Burdock. Holt euch ein englisches Lexikon, übersetzt euch das. Da sind so Sachen dabei wie Katzenkraut oder Knochen oder ich weiß nicht was. Alle möglichen Gewürze oder Kräuter, die wir einsammeln müssen. Und die müssen wir einsammeln und immer wenn wir was eingesammelt haben, dann wird das schwarz. So, und dies müssen wir dann hier am Zauberkessel brauen. Ich gehe mal nach rechts, immer weiter nach rechts. Zombie, Sprites, Swift. 11 Zauber gibt's an der Zahl, also Teleport, Protect, Sprite, Zombie, Swift, Freeze, Doppelgänger, Invisible, Heal, Fireball und Lightning. Hier, da haben wir's, genau wie gesagt, und wenn ich Feuer und nach unten ziehe, dann, ja, dann haben wir wieder freie Wahl und können weiterlaufen. Daneben seht ihr rechts in der Mitte
die beiden Zauberer, einmal mich, den Lyric, und dann den Lenoric, den Rechten. Und das ist Energie, die nimmt immer weiter ab, wenn wir uns später mit den Zaubersprüchen bekriegen, bis einer von uns beiden, ja, das Zeitliche gesegnet hat. Und dann haben wir rechts dann noch so einen Kompass. Und da seht ihr, gerade nach Osten ist es grün, der Pfeil. Und das bedeutet, dass unser Bruder, den müssen wir ja später suchen, um ihn zu attackieren, genau gerade da ist. So, und der hat genau die gleiche Aufgabe, wird vom Computer gesteuert, von einer KI. Und läuft jetzt hier durch die Gegend und sammelt auch Kräuter ein. Also keine Angst, der nimmt uns nichts weg. Aber ja, wenn der alle zusammen hat, dann braut er die und dann kann er mich bekämpfen. So, deshalb muss ich mich beeilen. Ansonsten aber ganz nett gemacht, es geht nicht auf Zeit. Wir können uns Zeit lassen. Naja, wie gesagt, wir müssen gucken, dass der Bruder nicht schneller ist. So, was kann ich euch denn noch erzählen? Ich würde sagen, wir spielen hier den Zauberer. Gut, lange vorm Hype um Harry Potter. Jetzt suchen wir mal los hier. Sind wir auf so einem Friedhof? Sieht ja nett aus. Hier ist das erste Gewürz. Und da gehen wir jetzt drauf. Und wenn wir hier draufstehen, drücken wir Feuer und die Taste nach oben. Dann sammeln wir Mad Sage ein. Ich weiß nicht, was es heißt. Ein der Kräuter, die wir brauchen. Und wir könnten jetzt natürlich hier Feuer und nach oben machen. Dann sind wir in unserem Zauberbuch. Und dann könnten wir die Sprüche durch, da war es gerade, durchscrollen. Und da, Mad Sage, den brauchen wir für den Swift-Zauber. Aber später. So, also Feuer nach unten ziehen, dann sind wir wieder raus. Ja, und jetzt können wir hier ganz gemütlich, und alte Ruine, ach, ich liebe Ruinen, können wir hier so durchlaufen, sammeln die Sachen ein. Hier hinter so einem Busch können wir uns verstecken, da können wir auch nicht durch. Gibt es also so ein paar Hindernisse, auch ein Fluss, der versperrt uns den Weg. Nach oben geht's nicht, da ist die Hecke. Ach, toll. Ja, so, also wir müssen jetzt die Zutaten für die Zaubersprüche sammeln. 11 an der Zahl. Oh, da bin ich gerade schon attackiert worden von meinem Bruder. Da ist er. Da ist er, da ist er, da ist er. Habt ihr gesehen? Mit der, ich habe die braune Kutte und er die gelbe. Und ihr seht da unten im Statusbereich, meine Energie ist schon runtergegangen. Ich sinke schon in die Erde, bis ich dann zum Grabstein werde. Und ja, das Spiel vorbei ist. Game over. Aber das soll hier die erste lockere Runde sein, bevor wir dann nachher mit Speed hier durchlaufen. Also da kann man auch wirklich einen Speedrun machen. Eine große Karte übrigens, eine große Karte. Und die Zaubersprüche, die muss man, ja, dann einsetzen. Zum Beispiel teleportieren, da gibt es dann ein paar Besonderheiten. Das kann man nur machen, wenn man ganz allein im Bild ist. Oder auch kann man, da ist auch wieder unser Bruder, kann man Dorfbewohner, die hier rumlaufen, oder den eben genannten Gärtner, den wir hier auch treffen, oder Reisende zum Beispiel, auch verwandeln in Zombies zum Beispiel. Hier, da haben wir Knochen, da sehe ich doch jetzt schon. Hier, Feuer einsammeln. Und dann seht ihr es, leuchtet es da kurz in unserem Spellbook, also in unserem Buch mit den Zaubersprüchen auf. So, da haben wir auch einen Wanderer mit einem Wanderstab. Hier wieder Kräuter, Feuer nach oben. Dragonsteed, also eine Drachenpflanze. Die können uns übrigens hier nichts machen. Und ich kann die auch jetzt mit Feuer oder so nicht angreifen, weil ich habe noch keine... oder verzaubern. Ich habe noch keine Zaubersprüche. Eine große Karte. Wenn ich hier bin, geht es immer wieder in der Runde. Ich kann hier natürlich auch jederzeit hier aussteigen. Jetzt bin ich hier oben. Und man muss da jetzt so durchlaufen. Oh, da bin ich bei einer Hütte. Auch ganz interessant. Da kann man aber auch nichts machen. Erinnert mich über alles so ein bisschen von der Map her, ne? Und auch von diesen Hütten an, ne? Robin of the Woods. Ein Spiel. Oh, hier ist übrigens auch wieder Zauberkräuter. Hier, Feuer hoch. Piper World. Eine Brücke mit Wasser. Erinnert mich an Robin of the Woods. Habe ich euch auch schon mal hier auf dem Kanal gezeigt. Schaut euch das mal an, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Ha, richtig tolles Spiel. Ich liebe das, durch diese großen Karten zu laufen. Mit dieser schönen bunten Grafik. Und schaut mal hier. Das ist das Dorf. Beziehungsweise die Hütte mit Zauberkessel von meinem, gehassten Bruder. Dem Lenoric. Und da kann ich jetzt aber nichts machen, ne? So, hupsala. Achso, da bin ich runtergelaufen. Ich gehe mal weiter und sammle mal ein paar Kräuter ein. Vielleicht kann ich euch noch mal ein paar Sachen zeigen, wie ich die mixe. Da sind auch wieder Kräuter. Also ihr seht, man muss hier so rumlaufen. Zack, Napweed war das. Und man kann es eigentlich der Reihe nach machen, wie so ein, ich sag mal, wie einen Staubsauger. Man läuft von links nach rechts einfach mal lang, muss natürlich den Hindernissen ausweichen und dann weiter runter, noch eine Zeile runter, noch eine Zeile runter. Und irgendwann hat man die ganze Karte durchsucht. So, hier werden wir natürlich von dem, hier gehen wir mal über die Brücke, von dem Fluss werden wir gestört. Da kommen wir nicht weiter. Oh, hier, schaut mal, da haben wir wieder Hecken.
und ich laufe da so durch. Bisschen ziellos sieht es aus, aber ich sage euch da gleich noch was zu und zeige das auch. Es gibt auch eine Karte, die kann man natürlich wunderschön selber zeichnen. Hier wieder Kräuter, Feuer, auch die Kräuter oder so, das ist nicht zufällig generiert, sondern wenn man das Spiel einmal gespielt hat, nochmal hier, seht mal, wieder einen Zaubertrank, beziehungsweise einen Zauberkessel mit Hütte. Wenn man das Spiel einmal gespielt hat, nochmal hier, dann ist das immer das Gleiche. Aber nichtsdestotrotz, ein tolles Spiel, sage ich mal, was gar nicht mal so leicht ist. Haben wir das eingesammelt? Man kann jede Kräuter nur einmal einsammeln, okay. Ich gehe mal wieder rüber, ja. Auf die andere Seite. So, okay. Ja, also, alle Kräuter sammeln, dann zurück zu unserem Zaubertrank. Da ist auch was. Zu unserem Zauber, ich sag mal Zaubertrank, ich meine natürlich den Kessel, wo wir dann alle Zutaten mischen, beziehungsweise immer zwei, bis wir alle Zaubertränke, ja, ich sag mal aktiviert haben. Und dann können wir rumlaufen und können hier zu jeder Zeit, müssen dann dem Kompass hinterher, unserem Bruder suchen, immer Feuer nach oben, hier ist noch ein Eimer Kräuterbalm. Ah, da habe ich die Kräuter schon eingesammelt, da muss ich mal hier so rum. Ah, mit dem Bildschirmwechsel, das ist immer so ein bisschen, wenn es dann so hin und her flackert. Ne, die habe ich schon eingesammelt. Die kann ich nicht einsammeln. Weiter, weiter, weiter. Wir gehen mal immer weiter rechts. Da ist wieder der Fluss. So. Und anschließend, wie gesagt, Bruder finden und, ja, attackieren. Er hat mich schon attackiert. Weil man muss ja nicht alle Sprüche, also beziehungsweise alle Kräuter einsammeln. So, jetzt bin ich hier im Kräuter. Oh, da sind nochmal Kräuter. Hier finde ich natürlich ziemlich viel. Feuer, Condorilla. Das hier ist ein Kräutergarten. Das sehen wir gleich auch auf der Map. Da sind mehrere Kräuter drin. Ihr seht, da kann ich hier durch die Rabatten gehen. Das Ding ist vor Tieren geschützt. Nochmal Kräuter hier. Zack, ziemlich viele finde ich hier. Na, nochmal. Ja, jetzt ist Erntezeit hier. Foxglove. Und nochmal, ja, Bindweed, cool. So, jetzt gehe ich mal runter, vielleicht ist hier noch was, ich weiß es nicht. Ach, hier, hatte ich schon eingesammelt, ne? So, jetzt haben wir mal alle Kräuter. Ja, ich hatte gesagt, 11 Sprüche, jeweils 2 Kräuter ergeben einen Spruch. Also, 2 × 11 sind 22, das heißt 22 Kräuter kann man einsammeln. Um euch das jetzt zu zeigen, also ich könnte natürlich jetzt noch weitermachen, aber wir machen ja ein Let's Play und kein Longplay. Ich drücke mal Feuer nach oben und guck mal, hier zum Beispiel für den Swift-Spell, also für den Swift-Zauberspruch, habe ich schon beide Sachen, die sind schwarz, eingesammelt. Deshalb Feuer nach unten, gehen wir mal an den Kessel. Ich glaube, hier funktioniert das nicht. Wenn ich jetzt hier drauf gehe, Feuer drücke, nein, da muss ich schon wirklich an meinen Kessel gehen, so ist das. Und das machen wir jetzt mal. Ich laufe mal ein bisschen ganz links oben ist in der Karte, ist mein Zauber. Mein Zauberkessel ist hier noch ein Kräuterextrakt, was ich hier noch einsammeln kann. Ich glaube, das hatte ich schon mal. Zack, nach oben. Ich sehe, ihr seht, ich laufe hier diagonal. Das Ding hatte ich auch schon. Da ist mein Bruder gewesen gerade. So, ich bin hier. Stelle mich hinter den Zauberkessel, drücke Feuer und nach oben. Und jetzt habe ich gerade doppelt gedrückt. Jetzt seht ihr, Swift habe ich aktiviert, ist schwarz. So, also aktiviert heißt, ich habe den gerade gemixt. So, jetzt gehe ich mal weiter hier. Erstmal nach links. Mal sehen, ob ich irgendwo noch 2 weitere habe. Oh, da ist mein Bruder, da ist mein Bruder, da ist mein Bruder, da ist mein Bruder. Weg, weg, weg. Ah, nein. Was hat er denn da jetzt gemacht? Jetzt hat er mir irgendeinen Zauber, hat er mir auferlegt. Jetzt flackert mein Männchen und es geht nicht weiter. Kann ich mich daraus befreien? Ah ja, jetzt. Okay, alles klar. So, aber er ist natürlich gemein. Wenn er diesen Zauber anwendet, kann ich mich nicht bewegen. Dann bin ich da gefreezed sozusagen. Ich glaube, das ist der Freeze-Zauber, so heißt er. Bin mir nicht genau sicher. Und dann kann er mich natürlich mit weiteren Zaubersprüchen beballern und mich ganz gemütlich, ja, auseinandernehmen und mir Energie abziehen. Wir gehen nochmal ganz kurz an den Topf. Denn ich will nochmal gucken hier, habe ich noch weitere Zaubersprüche, da habe ich immer nur ein Kraut, Swift habe ich schon aktiviert, da ein Kraut, oh, da ist mein Bruder, hier ist wieder was, hier, ich drücke mal auf Feuer und ihr seht einen der vielen Fehler, jetzt kann ich es euch zeigen, der Bruder ist gerade von links ins Bild gekommen, da oben links ist er und mit dem gelben Gewand und hängt da jetzt in den Büschen fest, da erzähle ich euch gleich was zu, warum das so ist, ein kleiner Fehler des Programms, dafür habe ich hier eine der ersten Versionen des Spiels, ne? Gut, okay, ich drücke mal Feuer, schaut mal.
zack, ihr hört da auch so einen kleinen, Soundeffekt. Und ich gehe mal weiter. Hier auch, hier kann ich auch aktivieren. Ja. Und hier Fireball auch. Ja, schön. Lightning nicht. So, jetzt gehe ich mal zurück auf Lightning. Jetzt muss ich Feuer nach unten drücken. Nein! Nein, gleich hat er mich. Gleich hat er mich. Und, oh. Fehler. Ja, jetzt konnte ich euch mal ein Game Over zeigen. Ach, schade, da war schnell weg. Ein Grafikfehler im Spiel. Also im Originalspiel, muss man dazu sagen. Ne? Ihr wisst ja, ich zeige euch hier mal die alten Kamellen und keine korrigierten Versionen. Das war gerade ein Abschlussbildschirm, wenn ich das Spiel verloren habe. So, ja, weiter möchte ich euch eigentlich gar nicht damit belasten mit diesem Spiel. Aber wir müssen, wie gesagt, dann unseren Bruder finden und ihn vernichten. Er war jetzt schneller als ich. Er hat also gewonnen. Er ist der bessere Zauberer. Das war ja unser Wettstreit, unsere Fehde, unser Feud. Ja, die Map Robin of the Wood, habe ich ja gesagt. Daran erinnert es mich. Ich zeige euch gleich noch eine. Gibt einen Gärtner, durch die Gegend rennt. Leute auf der Durchreise, auch schon davon erzählt. Und interessant, die, jetzt kommt's, die Umsetzung auf dem Commodore 64, die ich euch hier zeige. Die ist anders. Die weicht also ab von der Speccy-Version und dem Amstrad CPC. Warum? Weil die Entwickler oder der Entwickler, der das hier umgesetzt hat, der John Flynn, da ist er ja auch eingeblendet, der hat die Aufzeichnung bekommen von den beiden Brüdern. Hier, schau mal hier, vom John Pickford. Hier, bitteschön. Das ist das Spiel. Ist auch schon umgesetzt auf Amstrad CPC und ZX Spectrum. Mach es bitte, portier es bitte auf den C64. Und er hat das dann ganz eigenwillig gemacht, hat sich da nichts abgeguckt. Und deshalb ist es auch keine 1:1 Umsetzung. Zum Beispiel die Büsche und Bäume, die werden teilweise random gesetzt in dieser Version. Das ist in den anderen Versionen nicht. Und deshalb ist die KI auch, ja, die ist nicht so schlau, dass sie drumherum läuft, sondern deshalb, wenn man manchmal, also ihr habt ja gesehen, bleibt der Bruder hängen, wenn man von links nach rechts in ein Bild kommt. Oder aber wir selbst zum Beispiel, wenn wir das Bild verlassen, laufen dann plötzlich in Steine und Mauern rein, wie unser Bruder. Das ist nicht so schön gemacht und das kommt, weil, ja, da zig Fehler auch drin sind. Außerdem gibt es Schwierigkeiten, genau aus dem Grund auch angeblich konnte ich lesen, dass die Position, ich drück mal Feuer, Game Over, ne, das brauche ich euch nicht erzählen eigentlich, aber ich erzähle noch weiter, die Anzeige hier des Kompasses, die ist nicht so genau wie im Original, das funktionierte nicht richtig. Matt Sage habe ich hier gerade eingesammelt. Okay, ja, das dazu. Ganz interessant, sowas zu lesen. Das kriegt man ja normalerweise als Gamer nicht mit. Insgesamt gibt es übrigens eine große Map. Ihr konntet einen Teil der Map schon sehen. Ein Level ist das dann. Da gibt es keine weiteren. Danach hat man entweder gewonnen oder verloren. Das konnte ich euch schon mal hier zeigen. Haben wir unseren Bruder besiegt, dann gibt es einen RIP-Grabstein unten in der Energieanzeige. Und das Spiel ist beendet. Wechselt dann wieder ins Titelmenü. Das ist ein Bug. Da komme ich gleich noch zu. Da fehlt nämlich der Endbildschirm. Und verliert man, dann kommt ein kurzer Text. Den konntet ihr ja lesen, dass die Fehde vorbei ist. Und unsere Existenz damit auch. Also, wir haben verloren. Wir existieren nicht mehr. Ihr wisst, was das heißt. Sind unter der Erde. Und die Prozentzahl, wie weit wir gekommen sind, wird dann auch angezeigt. Das ist ganz nett. Und es gibt zwei Musiken, die der David Whittaker komponiert hat. Die sind allerdings sehr kurz. Ihr hört ja hier die eine. Die hat nur 30 Sekunden und loopt dann immer und immer wieder. Ich finde die schön gemacht, aber da komme ich gleich noch zu meinem Fazit dazu. Es auf Dauer nervt natürlich ein bisschen. Noch geht's, wenn man zu kurz zeigt. Und die Titelmusik, die ist 1 Minute 30, konnte ich sehen. Achso, das habe ich ja schon eingesammelt hier. So. Ja, und die loopen dann immer. Ja, Bugs, Bugs, Bugs. Ich hatte schon von Bugs erzählt. Es gibt einige Fehler in diesem Originalspiel, in der ersten Version hier. Später sind da einige korrigiert worden von Mastertronic. Zum Beispiel einige Zauber funktionieren nicht. Benutzt man zum Beispiel den Sprite-Zauber, dann freest das ganze Spiel. Ich habe da eben zum Aufwärmen eine Runde gespielt. Also, das ist total blöd, aber da gibt es auch noch andere, die nicht richtig funktionieren. Der Gewinnerbildschirm zum Beispiel, auch das habe ich gerade schon erzählt, wird nie gezeigt. Und der Kompass zeigt nicht die exakte Position des Brüders. Also, einige Sachen hatte ich schon erwähnt hier jetzt. Es gibt Bildschirme, da wird die Geschwindigkeit der Figuren langsamer. Da passiert, also, es sind Fehler in der Abfrage drin. Man
hat wahrscheinlich, sage ich mal, der Entwicklung, also Binary Design und dem Flynn, keine Zeit gegeben, das zu komplettieren. Es musste raus. Ihr wisst ja, Zeit ist Geld. Die wollten Geld damit machen. Die Entwicklung auf den anderen Systemen war schon fortgeschritten und fertig. Und er war immer noch nicht fertig. Und dann hat er wahrscheinlich gesagt, komm, stopp hier. Das Spiel funktioniert wahrscheinlich zu 90% oder vielleicht sogar nur 80%. Komm, raushauen. Auf Tape bannen und auf Floppy-Disk pressen und verkaufen. Wir wollen Geld machen. Wolfhard Software hier. Ich hab's. Naja gut, das ist der Nachteil. Vor dem Internet, heute kann man einfach aus dem Internet eine buggefixte Version ziehen, von also Originalspielen, oder es gibt Patches, und auch hier, das gab es damals nicht, und zwar auch hier die Gruppe Hokuto Force, das sind auch Götter, die haben eine 101% Version gemacht hier von Feud. Da ist eine ganz lange Liste in den Docs, was sie da alle behoben haben, um das Spiel spielbar zu machen. Und auch die Spells, also den Sprite-Spell und die anderen, also die Zaubersprüche, die funktionieren dort wieder. Alles toll gemacht. Na, Hut ab vor der Leistung. Ganz tolle Programmierer, dass sie das Jahre später in die Hand genommen haben, um das alles zu fixen. Gut, eine Map, da habe ich jetzt schon ein paar Mal erzählt, eine Map. Ich blende euch mal hier die Map ein, während ich im Hintergrund weiter hier ein paar Spices sammle. Ja, große Karte, diese wird leider im Spiel nicht angezeigt, ne? Das wäre cool, wenn die im Spiel gezeigt würde. Sys64, der hat sich richtig Mühe gegeben hier und Screenshots erstellt, eine übergroße Karte zusammengefügt daraus. Wow, schaut euch die mal an, wie riesig die Karte ist. Das ist richtig Spaß, also... Wer nicht selber zeichnen möchte, weil eine Karte zeichnen, das ist ja immer das Tolle, der druckt sich die einfach aus. Man findet übrigens auch einige Karten in den Spielezeitschriften von damals, die dort abgedruckt wurden, aber auch von Hand gezeichnet und eingescannt im Internet. Da gibt es einiges zu finden. Richtig tolle Karten, auch mit den Positionen der einzelnen Ingredients, also der einzelnen Zutaten, die man sammeln muss. Und das ist richtig toll. Hier haben wir nochmal Gewürze. Ich sammle weiter ein. Ich sage immer Gewürze. Ihr wisst, was ich meine. Die Kräuter halt. Das Spiel, das erschien nicht nur auf dem Commodore 64, sondern auch auf dem Amiga, auf dem Atari 8-Bit und eben schon erwähnt ZX Spectrum, Amstrad CPC, aber auch für den MSX-Standard und für DOS. Also eine breite Palette. Das Spiel war in aller Munde, ist auch von Mastertronic rund um die Welt released worden. Es gab mehrere Re-Releases, Budget-Releases, also immer wieder. Das Spiel verkaufte sich richtig gut, also mehr als das, was ich hier von Mastertronic erzählt habe. Ein tolles Spiel, trotz der ganzen Fehler. Ja, die Spieler von damals, da konnte ich einiges lesen. Die konnten sich erinnern an langes und komplexes Spiel. Also die hatten richtig viel Spielespaß. Stundenlang haben die gespielt und sind da rumgelaufen. Erinnern sich daran, dass sie das mit Freunden gespielt haben. Sowas lese ich auch immer ziemlich gerne, weil auch ich habe diese Spiele damals mit meinen Brüdern zusammengespielt oder mit Schulfreunden. Und wenn ich sowas lese, dann geht mir immer das Herz aus und ich erinnere mich an die guten alten Zeiten, wo wir noch jung und unbeschwert durchs Leben gegangen sind und diese kleinen Spiele gespielt haben. Ach, richtig toll. Also, wenn ihr solche Erinnerungen habt, gerne mal in die Kommentare. Ich freue mich, sowas immer zu lesen. Die erinnern sich auch daran, an die Atmosphäre und lobten die mystisch, Fantasy, Zauberer, dieser ganze Style, ne? Magisch, toll, das fanden die richtig toll. Und erinnerten sich aber auch teilweise an die Fehler im Spiel, wahrscheinlich, weil sie es irgendwo gelesen hatten oder vielleicht auch selber an dem einen oder anderen Fehler hängen geblieben sind, haben gedacht, da stimmt doch was nicht. Einige haben es aber auch nicht verstanden und schrieben, ich habe es nie verstanden, keine Ahnung, was man da machen sollte. Ja, ich habe es eingangs gesagt, also man braucht schon das Original bzw. eine Anleitung, sonst kann man das Spiel nicht spielen. Ja, so, ja, die Spielezeitschriften, auch da konnte ich einiges lesen. Diesmal habe ich einen tollen Artikel in der Retro Gamer gelesen. Das französische Magazin Tilt konnte ich in Händen halten. Your Commodore Happy Computer habe ich hier liegen. Computer User und die Zap. Also alle lobten die Grafik, aber auch die Musik passend zum Spiel, auch wenn sie kurz ist. Vor allen Dingen die Animationen der Figuren wurden hervorgehoben. Ihr seht es jetzt ja gerade, das ist ja richtig toll gemacht. Also wie Robin of the Woods, also so erinnert mich das jedenfalls immer. Ansonsten werteten die Zeitschriften das Spiel allerdings unterm Strich nur mittelmäßig. Die Happy
Computer, die schrieb Spaß für sehr wenig Geld, bezog sich aufs Mastertronic Release, was ja nur 10 Euro waren. Ja, ihr seht, guck mal, da hat er mich wieder fest in der Hand. Mein Bruder, da sind wir nochmal zusammen im Bildschirm. Ja, hat er mich verzaubert. Ja, und jetzt? Ja, macht doch was. Macht doch was. Ich kann leider nichts machen. Also ich könnte jetzt hier Feuer nach oben machen. Könnt ihr jetzt die Zaubersprüche raussuchen, wenn ich schon alle Ingredients hätte und hätte sie oben links abgemischt und dann würde ich Feuer drücken. Schaut mal, das ist ganz fair gemacht. Er läuft jetzt nicht aus dem Bildschirm, sondern das ganze Spiel stoppt jetzt, ist im Pausemodus und erst wenn ich jetzt hier sage, komm hier Feuer, kann ich jetzt nicht, dann ist der Zauberspruch aktiviert. Und es geht weiter. Das ist toll. Ja, komm, wend doch nochmal einen Spruch an. Hat er nichts. Hast du nichts, ne? Hast du nichts. Oh! Das ist wieder ein Zauberspruch gewesen hier. Das ist ja dieser Doppelgänger. Der soll einen dann verwirren, weil einige Zaubersprüche, die muss man genau in eine Richtung schießen. Andere funktionieren für den ganzen Bildschirm. Toll. Ja, Happy Computer, Spaß für wenig Geld. Wie gesagt, Mastertronic, 10 Mark. Daran orientierten sie sich. Und die ZEP64, die urteilte ein durchschnittliches Action-Adventure mit schöner Grafik. Aber nicht genug spannender Action, also dem war es auf Dauer dann zu langweilig. Und das haben sie dann auch kundgetan in ihrer Ausgabe Juni 1987. Da werteten sie nämlich genau die Hälfte der Punkte, 50 von 100 Punkten. Das ist schon, ja, ich muss ehrlich sagen, schlecht. Einige schrieben dann später auch, also, dass sie das nicht teilen könnten, das Ergebnis der ZEP64. Denn so schlecht wäre das Spiel ja auch nicht. Ah, da hat er sich verwandelt, habt ihr das gesehen? Was ist das denn für ein Zauber? Hat er sich, habe ich schon eingesammelt hier. Ich gehe mal wieder runter zum, unten rechts ist das, ne? Da haben wir wohl unten links, wollte ich sagen. Hier, da ist doch der Garten, da gibt es einiges. Dann, ihr habt es gesehen, hier, einen hoch an Kräutern. Ach, da haben wir schon mal. Jetzt kann ich hier so richtig das Punkte-Eichhörnchen, kann ich mal richtig was einsammeln. Kommen wir jetzt mal zu meiner Bewertung. Was sagt denn ich? Wollt ihr immer hören? Schreibt mir bitte auch, was ihr von dem Spiel denkt. Gerne andere Meinung. Muss nicht immer nach meiner Pfeife tanzen hier, ne? Ihr wisst das, oder beziehungsweise ich kenne ja meine Zuschauer. Ihr macht das schon ganz gewissenhaft. Ich freue mich immer über offene, ehrliche Meinungen. Also, ich finde, es ist ein originelles Konzept. Das muss ich jetzt echt mal sagen. Es geht nicht auf Zeit. Das finde ich schön. Also, na, natürlich, der Bruder, wenn der schneller ist, in gewisser Weise geht es doch auf Zeit. Aber hier läuft keine Uhr runter, die uns unter Druck setzt. Das meine ich damit. Eine große Karte, die man zeichnen muss. Richtig toll. Da kann der Bruder daneben sitzen und sagen, du bist jetzt gehst du nach rechts und dann zweimal nach unten und dann nach links. Und da ist dann, weiß ich nicht, das Feenkraut. Sowas finde ich richtig gut. Und eine tolle Grafik. Ihr seht das hier super schön bunt. Ach, ich mag das. Ich mag das. Ja, Musik finde ich auch cool gemacht. David Whittaker. Allerdings, da komme ich dann zu den Dingen, die mir nicht ganz so gut gefallen. Viel zu kurz. Auf Dauer nervt dieser Loop dann doch so ein bisschen. Aber man kann ja runterdrehen. Und ein bisschen Musik im Hintergrund hören. Vielleicht Radio oder was auch immer. Oder andere Sit-Tunes, die man sich auf Kassette aufgenommen hat oder so. Oder vielleicht auch mit seinem MP3-Player. Wer weiß, wie technikmäßig ihr unterwegs seid. So, die Fehler im Original, die machen das Spiel, ja, jetzt nicht unspielbar, aber nee. Also nee, das geht gar nicht. Die Karte, die ist zu groß für den Kampf mit dem Bruder, ne? Wenn ich alles habe, Action-Adventure-mäßig, alles einsammeln und so, das ist geil. Das ist genial. Aber wenn ich dann meinen Bruder jage, der Kompass funktioniert hier nicht richtig durch diese ganzen Fehler. Und ich tappe da durch diese Bildschirme und der Bruder ist sofort wieder raus aus dem Bildschirm und ich treffe nicht richtig und so. Das nervt mich dann sowas und dann habe ich auch irgendwie keinen Bock mehr, ne? Das frustriert mich dann. Und keine Highscore-Liste zum Eintragen, obwohl man das hätte machen können. Denn, ich habe euch ja gesagt, ihr habt es ja auch gesehen, wenn das Spiel vorbei ist, dann hat man da sowas wie, ach, das habe ich alles schon eingesammelt, ne? Hat man diese Prozentanzeige, wie weit man schon gekommen ist. Und das könnte man natürlich in Punkte umlegen und dann in einer Highscore-Liste darstellen. Schade eigentlich. Okay, auf Tape wird sowieso nicht gespeichert, aber auf der Diskettenversion hätte man das dann machen können. Oder man hätte es auch ohne Abspeichern machen können. Das muss ja auch nicht sein. Aber hier, wenn ich jetzt ein paar Mal gespielt habe, ich muss mir schon merken, ja, eben hatte ich 14% und dann hatte ich 23%. Naja, gut, okay. Ja, kommen wir zu meinem Wiederholungsfaktor. Daumen. Ja, sagen wir waagerecht. Waagerecht. Tolle Grafik. Große Karte. Da braucht man echt eine Map.
Also, ich liebe das, Sachen zu sammeln. Es ist genau mein Ding. Der Kampf gegen den eigenen Bruder, das ist eher weniger meins. Ich werde aber trotzdem wenig weiterspielen, die Grafik genießen und es dann aber auch, da bin ich ganz ehrlich zu euch, zurück da hinten in den Schrank stellen. Bald habe ich das dann wieder alles vergessen, wie es funktioniert und wie viele Fehler da dann noch drin sind im Original. Dann hole ich es wieder raus und dann geht's weiter. Ja, hier gilt natürlich auch, wenn man weiß, wie es funktioniert, tolles Spiel für zwischendurch, passend zu meinem Motto. Eine Schnellrunde geht immer und ich hoffe, ich konnte euch das hier jetzt näher bringen und nicht nur dem lieben Fulgor, kram's mal wieder raus und probier's mal vielleicht die Hokuto Force Version, die 101 Version und dann kommst du bestimmt weiter und besiegst vielleicht den Lenoric, den Bruder. Ja gut, okay, so, jetzt aber gebt mir gerne einen Daumen hoch, wenn euch das gefallen hat, was ich euch hier zusammengesucht habe. Das war wieder ziemlich aufwendig, das alles zu lesen, auszuprobieren und zu sichten, das Material in die Bücherei zu gehen, bla bla bla. Alles, diese ganzen Recherchen, das ist schon ziemlich aufwendig, aber macht auch Spaß. Also gerne einen Daumen hoch, ich freue mich darüber. Und auch einen Kommentar, ganz besonders. Ihr wisst ja, schreibt mir, ob ihr das Spiel besessen habt. Vielleicht auf anderen Systemen, ZX Spectrum oder Amstrad CPC. Habe ich auch einige User hier in meiner Community. Habt ihr es gespielt? Fandet ihr es gut? Kennt ihr die Fehler? Was haltet ihr von dem Spiel? Auch wenn ihr es nicht kennt, könnt ihr das beantworten. Also, ich würde mich freuen, euch zu lesen und gerne antworte ich euch dann. Und ihr wisst ja, es gibt immer einen individuellen Kommentar, das ist versprochen. Ich freue mich so sehr darüber, wenn ihr mir schreibt, da war wieder der Bruder, der Lenoric. Gut, wer noch nicht hat, gerne ein kostenloses Abo. Abschließen, wir werden immer mehr. Ich sehe, wir gehen so langsam, aber ganz langsam auf die 2000 Abonnenten zu. Find's richtig dufte. Da muss ich mir wirklich was einfallen lassen, wenn es dann mal so weit ist. Empfiehlt mich auch gerne weiter. Einige machen das von euch. Ich freue mich dann immer, wenn ich nicht selbst immer so penetrant mich in den Vordergrund stelle, sondern ihr das für mich tut. Ihr wisst, wie ich es meine. Genauso wie die Glocke haben, die ganz Verrückten unter euch. Ihr wisst, wie ich es meine. Oh, yeah. Deshalb komme ich da gerade drauf. Die passen dann auch gar kein Video mehr so. Und jetzt würde ich sagen, tschüss, macht's gut. Und bis zur nächsten C64-Spielzeit. Bleibt gesund, euer Andira. Ja, und jetzt aber, haben wir schon was zusammen? Kann ich schon Sprüche machen hier? Ich scroll mal eben so durch. Jetzt wollen wir doch mal den... Ach, da war doch hier, da habe ich doch schon einige. Da können wir doch jetzt... Hatten wir das schon hier eingesammelt? Nein, ja, doch. Ja, nee, hatten wir nicht. Habe ich gerade eingesammelt. Komm, rüber. Und dann ballern wir hier mal los. Komm jetzt. Noch schnell hoch. Das muss ich euch vielleicht noch zeigen. Ja, man kann auch mal schweigen. Man muss nicht immer reden. Vor allen Dingen jetzt, wo alles gesagt ist. Nein, ich will noch keinen Spell hier loslassen. Ah, ich bin ja auf der ganz anderen Seite. Jetzt komme ich hier nicht rüber. Hier ist noch was. Ich glaube, das dauert zu lange. Das dauert, glaube ich, zu lange, um euch das zu zeigen. Ihr sollt es ja selber ausprobieren. Ich komme jetzt nicht rüber. Dann werde ich mal weiter unten nach rechts gehen. Und ihr schaltet jetzt aus und probiert selber aus. Bis dann. Viel Spaß.